time to get real. Hallo YouTube, was geht ab? Ich bin der Miro und herzlich willkommen zu meinem Video zum Thema Phantomprogramm, um genau zu sein zur Phase 2, dem Phantomschüler. Dies wurde nämlich heute am 6.4.2014 nach 1125 Forenseiten von der Battlefield Community gelöst und ich werde euch jetzt zeigen, wie man zu eben diesem Passwort kommt. Alles begann damit, dass relativ schnell nach Erscheinen des Naval Strike DLCs für Battlefield 4 ein Spind auf einem der Flugzeugträger gefunden wurde. Das Besondere an dem Spind ist, dass er der einzige ist, auf dem mein Name steht. Kevin Simpson 1942. Und clever wie die Battlefield Community nun einmal ist, wurde dieser Name einfach mal gegoogelt und dadurch stieß man auf folgende Website. KevinSimpson1942.com. Auf dieser Website gab es nur dieses Bild zu finden und eine 58 Sekunden lange Audiodatei. Die ganze Audiodatei durchzuhören ersparen wir uns jetzt, da das nicht Teil der Lösung ist und hier nur ein kurzer Ausschnitt davon. Die kaum wahrzunehmenden Knackgeräusche in der Audiodatei ergaben nach einer Analyse dieses Bild. Epic, unser erstes Puzzleteil für unser Passwort. Kurze Zeit später wurde im Battlelog auch ein Spielerprofil mit dem Namen Kevin Simpson 1942 gefunden. Schnell stellte sich heraus, dass es ein Account von einem DICE-Mitarbeiter war, da er mit Rang 0 und ohne Premium Waffen besaß, die er auf normalen Wege so nicht hätte erspielen können. Das Besondere an diesem Profil waren aber nicht die Waffen, sondern sein Emblem und die Beschreibung für sein Profil. Sein Profil änderte sich alle ein bis zwei Tage, wobei die Beschreibung immer aus drei Teilen bestand. Der erste Teil war eine Begrüßung und der Kommunikationsaufbau zum Spieler, der zweite Teil war eine Strophe aus einem Gedicht und der dritte, wie sich später herausstellte, waren Hinweise auf das Megalodon Easter Egg. Über die ganze Zeit hinaus bis hin zum Ende stellte sich heraus, dass die Strophen der Gedichte die Spieler mehr auf falsche Fährten führten, als dass es irgendetwas Produktives zur Lösung des Passwortes beizutragen hatte. Die dritte Strophe war die einzige, die wirklich handfeste Informationen der Battlefield Community gab, um das Rätsel zu lösen. Diese Strophe führte uns zurück zu dem Bild von der Website von Kevin Simpson 1942. Vikings of the North führte uns zu der Rune auf der Leiter, was übersetzt ein M bedeuten soll. Die nächste Textzeile verwies uns auf die Flasche am Boden mit der 500, was im Romanischen gleichbedeutend mit dem D ist. Flightless Wings war wahrscheinlich der Hinweis, der am meisten Umdenken erforderte, da er auf das M oben an der Decke mit dem Pfeil, was für den Skorpion steht, verwies, was in der Schriftart Wingdings ein E ergibt. Latin Our Mother war im Vergleich zu Wingdings wahrscheinlich der einfachste Buchstabe von allen, denn die Leiter und die Papprollen ergaben offensichtlich den uns allen bekannten Buchstaben A. Den einzigen Buchstaben, den wir nicht durch die Strophe bekommen, war das R, was in Morsecode an einem der Holzbalken steht. Jetzt, da wir alle Buchstaben haben, müssen wir diese nur noch in die richtige Reihenfolge bringen, was in unserem Fall das Wort Dream ergibt, was auch gleichbedeutend das zweite Wort für unser Passwort ist. Jetzt, da uns nur noch ein Wort fehlt, bleibt uns nur noch unser letztes Rätsel, das Emblem von Kevin Simpson. Das Emblem wechselte genau wie die Strophen des Gedichtes im gleichen Tagesrhythmus sein Aussehen. Doch was zeigte es uns eigentlich? In der Battlefield Community gab es die größten Spekulationen zu diesem Bild. Von Solarsystem bis zu Night, Eclipse oder bis zum Blickwinkel der Sonne. Am Ende sollte es für die Welten stehen. Im Englischen Worlds, unser letztes Wort für unser Passwort. Jetzt, da wir am Ende angekommen sind und unsere drei Wörter haben, bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als sie zusammenzusetzen. Es ergibt sich unser Phantomschüler-Passwort, Epic Dream Worlds. Nun müssen wir nur noch das Passwort im Battlelog in die Phantom-Programmkonsole eingeben und schon können wir den Phantomschüler-Auftrag freispielen. Viel Spaß damit, ich hoffe euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal, bye bye Leute und ciao.